Scheiße, da hinten sind Leuchten. Hello, non parlo italiano. Guck mal hier, das hier, das ist ein italienischer Krankenhaus. Und ich wollte da nicht reingehen, aber ich war da trotzdem drin gewesen und ich hab da gepennt. Das war voll scheiße gewesen. Ich wollte das nicht. Gestern Abend, wo diese Scheinwerfer waren, das war eine italienische Polizei gewesen. Die sind dann zu uns gegangen und haben kontrolliert und gesagt, dass wir da nicht pennen dürfen. Und wir haben das so erklärt, dass wir dort Notfallbiwak gemacht haben. Und die hatten meinen verletzten Fuß gesehen und die hatten mich dann direkt über den Fluss getragen, rein ins Krankenwagen und dann her abgelagert. Und guck mal, was die aus meinem Fuß hier gemacht haben. Das ist voll scheiße. Ich wollte das nicht. Ich wollte so einen fetten Verband da nicht haben. Das passt noch nicht mal in meinen Schuh rein. Das ist voll scheiße. Da sollte eine schwere Zerrung drin sein. Die haben mich sogar mit diesem Röntgengerät da verstrahlt. Das ist voll scheiße. Und wisst ihr, was noch viel beschissener ist? Die Polizei hat uns einfach überhaupt gar keine Zeit gelassen, damit wir wirklich alles einpacken konnten. Das heißt, so ein paar Sachen, wie zum Beispiel mein Tarp, meine Isomatte, Kochset und noch ein paar Sachen, die liegen immer noch im Biwakplatz rum. Das heißt, mein Bruder, der muss extra wieder zurück zum Biwakplatz hinlaufen, um die restlichen Sachen zu holen, falls die hoffentlich da noch da sind. Wieso konnten wir nicht wenigstens irgendwie 5 Minuten haben, um wirklich alles einzupacken? Also wenn man uns genau dort die ganze Zeit schön in Ruhe gelassen hätte, so dass ich meinen Fuß schön dort erholen konnte, dann wäre mein Fuß auf jeden Fall erholter als wegen dieser Aktion jetzt. Und das ist viel beschissener, genau so rumzulaufen, als wie gestern, wo ich das selber gemacht hatte mit dem Verband. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir heute pennen. Und wenn ich meinen Kopf nicke, dann bekomme ich eine Gehirnerschütterung, weil mein Gehirn so klein ist. Oder so viel Platz dazwischen ist. Ganz sicher. Und dann bekomme ich auch noch Alzheimer und sowas. Weil das die ganze Zeit gegenklatscht. So eine richtige Gehirnabzesse. Diese Wunden am Gehirn da, wo auch Pilze dran wachsen und so. Oh, da bist du ja. Du bist angekommen. Das sieht richtig belästigend aus. Die ganzen Leute, der Schotter haben gelacht. Voll geil. Das ist geil. Endlich konnte ich für Unterhaltung sorgen. Endlich. Ich hab mich selbst ausgelacht dafür, weil es so scheiße aussieht. Das ist super. Diese Müllsackkacke ist die ganze gegen mein Bein. Ja. Siehst du hier schon Blut? Ja, das ist geil. Das ist geil. Das hört sich sehr gut an. Das ist Abenteuer. Da bekommt ganz viel Wasser gleich raus aus dem Schuh. Weil der Fluss war richtig überschwommen. Das war richtig tiefes Wasser. Ich glaube, so sehen die Schuhe von dem Polizisten, die mich über den Fluss rüber getragen haben, auch aus. Aber ich muss sagen, dass die italienische Polizei sehr kollegial und sehr nett waren. Aber trotzdem ist das mehr als ärgerlich, dass wir jetzt hier festhängen, weil wir erwischt worden sind und wir überhaupt nicht wissen, wo wir heute pennen. Das ist voll scheiße. Wir sind genau hier, wo dieser Krankenhaus ist. Guck mal, wie durchnässt seine versüfften Socken hier vorne sind. Deswegen habe ich die Hose auch so richtig schwul nach oben gemacht, damit die nicht nass wird. So, jetzt wird italienische Hamburger gegessen. Das sieht so aus. Das ist so voll lapprig und so. Das sieht scheiße aus. Bäh. Guck mal, wie das hier auseinanderfällt. Das ist voll scheiße. Dieser Hamburger schmeckt scheiße. Der schmeckt richtig beschissen, dieser scheiß Burger. Aber der Burger-Patty schmeckt gut. Aber sonst der Rest vom Burger, der schmeckt so richtig beschissen und scheiße. Guck mal, wir haben hier auf dieser Bank gepennt. Ich habe hier gepennt und mein Bruder hat da drüben gepennt. Und es hat nicht geregnet, das ist voll cool. Guck mal, was ich hier zufällig entdeckt habe. Das hier, die haben mich über den Fluss getragen und da bin ich und dahinter ist mein Bruder. Da saß ich im Krankenwagen drin. Ich habe zufällig die Facebook-Seite von der Polizei hier von aus da gesehen. Hier unter dem Bild gibt es noch einen kleinen Polizeibericht, aber der ist auf Italienisch. Aber man kann auf Übersetzung anzeigen klicken. Das übersetzt zwar nicht so gut, aber ich zeige euch den Text. Dann könnt ihr euch das durchlesen. Und wir wollten einfach nur dort in Ruhe bivakieren und auskurieren. Ja, irgendwas muss immer passieren, sonst ist das Leben langweilig. Aber trotzdem war das voll der Stress für meinen Fuß und für den Geist. Achso, und mein Bruder, der hat auch gesehen, dass wir auch in der italienischen Zeitung drinstehen. Die italienische Zeitung wurde erfolgreich uriniert. So richtig natürlich. So, mein Bruder war gerade in diesem Krankenhaus drin gewesen.
Und ich habe da vorhin Scheiße gemacht da drin auch. Also ich war vorhin auch kurz dort gewesen. Und der hatte Koffein mitgebracht. Americano. Kaffee Americano. Kaffee Americano. Das ist aber extrem wenig. Warum ist das so klein? Ich verstehe es nicht. Ich meine, sowas, das geht doch überhaupt gar nicht klar, das hier zu verkaufen. Und das kostet auch noch 2 Euro. Ja, nee, jetzt kommt's. Es kostet doch nur 1,50 Euro. Ich habe mich gestern verrechnet. Ach so, 1,50 Euro? Ja, das Eis war gestern doch teurer als der Kaffee. Aber kurz, 1,50 Euro ist trotzdem viel. Ja. Ja. Das geht gar nicht klar. Da muss die Tasse doch voll sein. Weißt du, was ich jetzt darauf mache? Ich esse jetzt einen italienischen Ahornblatt. Und das schmeckt nach italienischem Ahornblatt. Guck mal, es tropft so ein bisschen. Und das tropft so ein bisschen auf mein Bein drauf, also auf das da. Ich bin sehr gespannt drauf, wie lange das dauert, bis dieser Verband so richtig aufgeweicht wird, dass ich den endlich losbekomme. Vielleicht schaffen die Tropfen das irgendwie. Ich will meinen Schuh anziehen können. Der ist zu fett. Guck mal, hier laufen schon wieder italienisches Hähnchenfleisch in Farbe Stadt rum. Die belästigen uns. Das geht echt gar nicht klar, dass die irgendwie hier sind und uns belästigen. Das ist voll brutal, was die hier machen. Guck mal, wie die hier rumlaufen und so und nichts machen. Das ist richtig belästigend. Guck mal hier. Hier vorne sind überall Ameisen. Das sind italienische Ameisen. Das ist hier alles voll davon. Das sind richtige italienische Ameisen. Italienische Ameisen sind cool. Guck mal, das hier, das ist italienisches Löwenzahn. Die sind auch richtig geil. Kennt ihr italienische Wurst und italienisches Brot? Die habe ich in den letzten Tagen mehrmals gegessen. Und das ist richtig geil. Guck mal, ich werde hier schon wieder von diesen italienischen Hähnchenfleisch in Farbe Stadt belästigt. Die laufen hier rum. Guck mal, wie die sich hier fortbewegen. Guckt mal, wie diese Hühnerköpfe in Farbe Stadt mich die ganze Zeit belästigen tun. Die müssten weg. Wie die schon aussehen. Bäh. Sollen die verschwinden? Ja, ja, haut schon ab hier. Guck mal, diese Hähnchenfleisch in Farbe Stadt hat mir Scheiße hier hingelegt. Seht ihr, die belästigen mich die ganze Zeit. Die haben das direkt neben meinem Platz hier hingelegt. Das ist richtig Scheiße. Diese Viecher sollen mir nicht zu nahe kommen. Das sind richtige Belästiger. Die müssen weg. Also für die Leute, die sich fragen, warum ich mit meinem verletzten Fuß nicht im Krankenhaus schlafe. Die haben gesagt, dass solange kein Bruch oder sowas vorhanden ist, dass man maximal nur die erste Nacht schlafen kann. Aber nur weil es eine starke Zerrung ist, darf ich dann nicht schlafen. Und liege deswegen bewegungslos genau hier. Auf der Bank. Aber ich finde draußen schlafen sowieso immer schöner als drin zu schlafen. Und erst recht nicht in so einem Krankenhaus. Da fühle ich irgendwie so eine richtig negative Energie, wenn ich da drin bin. Ne, mein Bruder ist mit italienischer Pizza wieder zurückgekommen. Oh, danke schön. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das aussieht. Wie italienisch das aussieht. Oh ja, das ist eine italienische Margarita-Pizza. Das kriegt man so scheiße mit den Fingern hier raus. Das soll rausgehen. Ich will nicht probieren. Also dieses Käse von der Margarita schmeckt wirklich, wirklich extrem gut. Also richtiger Geschmacksgenuss bei Käse. Der Käse, der ist richtig geil. Von diesem Margarita. Und jetzt werde ich die ganzen anderen Stücke essen.